herab. Ein 6-Punkte-Spiel quasi, das Vorentscheidungsspiel für sich entschieden, auf eine relativ spektakuläre Weise. Wie sind die Emotionen? Ja gut, muss man ganz klar sagen, es war schon eine große Anspannung da vor dem Spiel, aber das gehört auch dazu. Letztendlich ist ja genau das, was man als Sportler, als Trainer auch erreichen will, solche Spiele. Und das haben wir heute Abend gehabt und haben es natürlich auf eine sensationelle Art und Weise dann auch bespielt und gewonnen und auch verdient gewonnen. Was war der Schlüssel zum Sieg? Ich denke, dass wir wirklich heute absolut an alle Limits, sage ich mal, gegangen sind. Ja, im läuferischen Bereich, im kämpferischen Bereich haben wir ein sehr gutes Umschaltspiel gehabt. Ja, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir sehr gut umsetzen können. Dass wir wirklich gut in Räume reinkommen mit unseren schnellen Spielern, auch einen Ball festmachen können. Und ich denke, ja, das war eigentlich so mit diese Kriterien, ja, dass wir es einfach toll auf den Platz gebracht haben, was wir uns auch vor dem Spiel vorgenommen haben. Es gab ein paar umstrittene Szenen, bei denen die Emotionen etwas hochgekocht sind. Vor allem das eine Tor von Dominik, wo es im Raum stand, ob es ein Handspiel war. Wie haben Sie diese Szenen gesehen? Also für mich war es ein klares Tor. Ich war jetzt auch in einer verdeckten Position. Aber laut den Stimmen, die ich gehört habe, war es kein Handspiel. Und somit war es dann ein reguläres Tor. Und von dem her ist das dann für mich auch kein Thema. Natürlich ist da dann irgendwo vielleicht Emotionen dabei, ist ja logisch, aber wie gesagt, wenn es dann so war und so habe ich es bestätigt bekommen, dann ist es für mich ein reguläres Tor, dann passt das. Beim nächsten Spiel könnt ihr die Meisterschaft perfekt machen. Es geht gegen einen Abstiegskandidaten, der 1. FC Dietlingen. Ihr werdet sicherlich versuchen, das schon bei diesem Spiel zu entscheiden. Wie werdet ihr das umzusetzen versuchen? Ja gut, natürlich, klar. Das war jetzt ein ganz großer Schritt, aber wir haben letztendlich noch nichts erreicht, ist ganz klar. Deswegen in Dietlingen am Sonntag möchte man logischerweise alles, was man frühzeitig klar machen kann, dann auch klar machen. Wird mit Sicherheit auch eine hochinteressante Partie, weil Dietlingen ja im Abstiegskampf steckt. Ja, werden auch alles dafür tun, die Punkte zu holen. Und wir werden auch das Gleiche tun. Also von dem her wird es mit Sicherheit eine interessante Partie. Und ganz klar muss das Ziel sein, am Sonntag dann den Deckel drauf zu machen. Kurzes Fazit von der Saison, ein paar Spieltage vor dem Schlusspfiff. Gut, also ich muss ganz klar sagen, wir sind jetzt seit so vielen Spieltagen auf Platz 1 jetzt in der Tabelle. Wie gesagt, es war mit Sicherheit nicht direkt unser Ziel nach dem Abstieg. Aber dabei zu sein, war das Ziel, aber jetzt, dass wir auf Platz 1 dann dementsprechend so lange ausharren. Bis auf 3 Spieltage im Prinzip stehen wir an diesem Platz. Und was die Mannschaft geleistet hat über die Runde, ja, ist überragend. Ich auch in einer guten Mischung, muss man auch ganz klar sagen, zwischen Jung und Alt, ja, mit einem guten Altersdurchschnitt. Und ich kann nur ganz viel Lob aussprechen und es wäre eigentlich schön, wenn man jetzt auch den letzten Schritt dann machen würde am Sonntag. Herr Rapp, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank, Ihnen auch.